Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play mal anders. Jo, von Minecraft und ein Level 80 Gürtel. Jo, ich bin hier am Netherite Farm. Und jo, finde kein Netherite. Also können wir eigentlich gerade mal kurz ein bisschen aufhören. Jo, ich habe ein bisschen gelivestreamt. Man sieht es auch links. Ich habe einen Graveyard, glaube ich, gefangen. Das haben wir also einen Park gefangen. Auf jeden Fall. Ich habe ein paar andere Sachen gemacht, ein bisschen erkundet, ich zeige es euch nachher noch kurz. Und einfach nicht gerade so lustige oder wichtige Sachen eher. Also eher ganz normales Farmen, ein bisschen bauen, aber da habe ich jetzt noch nicht gemacht. Einfach so im Livestream manchmal ein bisschen andere Dinge, was jetzt in einem Part ist, nicht unbedingt so interessant ist. Genau. Und ich habe noch ein Pokémon gefangen, nämlich ein Porenta, das eine Lauchstange wirklich mega in der Hand hat. Könnte so eine Art Spezialform von einer Edition sein. Und ja, ihr seht, ich habe Schwarzstein für die Stadt geholt. Und ich denke mal, ich könnte so eine Unlichtstadt bauen. Bisschen mit Halloween-Charakter vielleicht oder so. Genau weiß ich es noch nicht, aber ja, wir wollen ja bald beginnen. Und irgendwo in der Stadt ist dann unser Gebäude noch, wo wir uns ja ein bisschen niederlassen. Genau. Genau, alles nacheinander. Und vor allem eben auch viel bauen im Livestream zwischendurch. Ja, so viel kann ich nicht livestreamen. Also es gibt wirklich kein Netherite. Hä? In der 1.16 war doch das Nether-Update oder war das 1.15 schon? Nein, es war 1.16. Also wo ist das Netherite? Hol mir ein Netherite. Schon wieder. Naja, schon wieder Schwarzstein. Irgendwo. Schauen wir mal kurz auf die Map für den Pokémon. Ich da ein gutes Pokémon noch fangen. Da dieses Geist. Was? Heteron? Das ist doch ein gutes Pokémon. Heteron. Ist doch so ein Stein. Stein. Ein Lavaklotz. Wo ist Heteron? Was ist Heteron? Da, hm? Ist das Heteron? Hm. Muss nicht sein. Ich schau mal kurz. Es ist übrigens, wenn ihr hier unten rechts seht, 4.57 Uhr, weil ich nach dem Alkohol, ich habe einen Smirnoff getrunken, also Wodka. Heteron. Hat schon den. Ja, es ist das, was ich meinte, so ein Glotz. Ja, okay. Eine Biene. Ah, eine Biene. Nein, natürlich. Etwas Krabbel. Krabbelvieh. Ja, es ist ein anderes Pokémon, aber es muss irgendwo hier in der Nähe sein. Nur interessiert uns das nicht unbedingt, oder? Was ist das eigentlich? Was ist das? Braun. Hä? Ist auf ein anderes Biom? Ja, hier sind so Gitter. Und das ist eine Bastion. Irgendwas. Okay, gut. Also machen wir etwas Interessantes. Ich wollte noch ein bisschen meinen, aber ich weiß nicht, ob wir in diesem Part schon meinen. Ne, machen wir das einfach dann im Livestream. Dann haben wir da auch Level 5, also Level 30. Jetzt sind wir 25. Und dann gehen wir. Also es kann sein, dass ich ein bisschen besoffen wirke. Nein, ich bin nicht mehr besoffen. Also gar nicht besoffen. Ja, und wo ist Netter? Nein, Piratenschiff ist es nicht. Hä, hey, habe ich gar kein Netter-Ding? Was? Ich bin besoffen. Hm. Wenn ich teleportiere, bug ich doch, oder? Kreativ. Wenn ich teleportiere. Nein. Mann. Wenn ich teleportiere. Okay, gut, es geht. So, also, wunderbar. Ja, ausladen mal bitte kurz. Ich möchte, ja, kurz mal die Pokémon holen. Ich habe zwei wahrscheinlich für das Team. Jo. Und ich habe noch ein paar Abikokos angepflanzt hier drüben. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Im Livestream haben wir einfach ein bisschen erkundet, das können wir gerade auf der Map schauen. Also hier sind die Apricot-Bäume, oder? Die wachsen jetzt mal ein bisschen. So die neuen. Hier sind die alten. Und dafür können wir dann eben so diese bunten Holzplanken und so machen.
Genau, also jetzt gehen wir mal nicht zu diesem Dorf. Na komm, wir reiten mal kurz dorthin. Nein. Das ist das spezielle Käufwurf. Glaube ich, heißt das, oder? Bin ich jetzt gerade ganz irgendwie durcheinander? Nein, Käufwurf ist das so auf Deutsch. Auf jeden Fall. Oh, ich kann über drüber. Ich dachte, ich müsste hüpfen, aber ich konnte einfach drüber laufen. Ja, da. Sehr gut. Also Pokémon-PC. Ja. Hallo? Ich möchte hier zum Pokémon-PC. Ah, heilen könnten wir uns auch, oder? Ja, Kampf und Fähig. Also zuerst mal Porenta, oder? Das ist ein spezielles Porenta. Kann ich auf die Brust nicht mehr. Plinfe haben wir auch irgendwie gefangen, glaube ich, im Livestream. Herr Käufer ist ein anderer Hund, stimmt oder so? Ja, irgendwie so etwas. Ja, und das ist ja das Shiny Gunscore. Das sieht man an diesem Stern hier unten. Und sonst, ich dachte, ich hätte noch ein Pokémon gefunden. Also Potrot, weil das so OP ist, nutzen wir natürlich noch nicht so schnell. Das ist zu open, OP, zu Opium, Opionit. Ich wollte kurz mal euch zeigen. Das ist nicht. Also ein Porenta hat doch keine Lauchstange so in der Hand. Das ist eine riesen Lauchstange. Das muss irgendwie so ein Alola, ein Galar Porenta sein, oder? Gibt es irgendwie ein Anzeichen? Also ist es Kampf? Hä? Was bedeutet das hier? Wahrscheinlich einfach, dass es so eine Spezialversion ist. Es ist schon Level 34. Es hat Zornklinge. Okay, das ist aber auch nicht die richtige Käferattacke mit einem HP lassen. Die wird einfach stärker. Egal. Ich konnte irgendwie nicht heilen. Zuerst. Gut, und genau, ich wollte hier noch kurz weg da haben. So. Blödes Fenstermodus von Minecraft. Immer das blöde Fenster. Schuppt. Ah, die Sandburg. Wie viel hat das Leben? 36 Level. Gut. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen überfordert mit Reden. Ist ja nicht so gut, so alkoholisiert noch zu sein. Ich weiß nicht, irgendwie so 6, 7 Stunden bleibt Alkohol im Blut. Egal. Ich sollte nicht zu viel reden. Es gibt auch jüngere Spieler hier als Zuschauer. Ja. Ja, ich sollte einfach normale Dinge reden. Gut, als nächstes möchte ich gerne in die Farmwelt. Und zwar zu. Oh. Dann hier. Ist das jetzt eine Farmwelt? Ja, eindeutig. Hier hatten wir nichts mehr sonst. Wir könnten zum Dorf hoch oder zu diesem Dorf gehen. Die Stadt haben wir eigentlich ein bisschen angeschaut. Da ist noch ein rotes Dach. Ist das das Pokémon Center? Nein. Ich denke, im Pokémon Center ist irgendwie hier. Man sieht es halt auf der Map nicht. Gehen wir einfach nach Norden, zur anderen Stadt. Und was? Plateauschuhe? Fallen und andere Objekte beeinträchtigen, die auf dem Boden liegen. Ja, das ist aber ja nicht so wichtig für Pokémon. Man hat sie ja nicht draußen. Boah, erschrick mich nicht. Teppich, Skateboard. Ein Teppich-Skateboard. Kennt ihr das? Hey, das muss erfunden werden. Ein Teppich, der ein Skateboard ist. Geil für die Wohnung. Geil. Zwei Daycare-Windmühlen. Interessant. Gehen wir nochmal hier rein. Ah, das ist ein Brunnen. Oh. Ich wollte aber ein Tempel, also so eine Ruine haben. Grabmal. Schade. Egal. Naja, ich kann ja reiten. Ich will einfach nicht Pokémon angreifen immer ständig. Also kann man nicht irgendwie das besser aufteilen. Dort ist so ein Gigadynamax. Da muss ich mal kurz schauen. Kilowatts. Skill, oder? Ja. Okay.
Gut, da haben wir noch so einen Tempel. Aber in der Stadt, im Dorf, da ist ja nichts, oder? Das ist ja kaum etwas. Was ist das eigentlich? Auch eine Wind. Drei Windmühlen-Daycares? In einer Stadt? Also in einem Dorf? Ja, es ist ein Tempel. Auch falsch gesagt. Gut. Schauen wir mal. Die müssen wir wieder mitnehmen. So. Fähigkeitenkapsel wieder. Klar, das ist das gleiche wieder. Oh, das ist ein Ausrufezeichen stehen. Komm. So, oder das auch. Ja. Ist einfach so eine Falltür. Aha. Sehr gut. Und dieses Ding auch irgendwie. Es ist glatt. Kein. So, und dann haben wir wieder zu wenig Platz. Dankeschön. Ja, so langsam können wir die Backpacks updaten. Upgraden. Ja, ist natürlich wichtiger. Und. Oh ja, das ist ein Pokémon, das ich eigentlich irgendwie fangen und trainieren möchte. Wir können es ja mal probieren. Aber ja, es ist ja Erde, Boden wahrscheinlich. Na klar. Einfach, nein, einfach mal kurz schon mal probieren. Weil Floppa ja immer am ersten Runde am stärksten ist. Weiß. Ich will ein weißes Und bitte, 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 bitte bleiben. Ja. Dankeschön. Und dafür haben wir noch Voidilan. Mit Ladevorgang. Ja, das können wir nehmen. Ja, ich muss es noch anordnen. Was? Was? Das ist auch weiß. Auch Pixelmon. Okay, nein, Nidoran männlich wäre ein Pokémon, das ich irgendwie trainieren möchte. Wegen Nidoking. Auch ein weißes Voltilon? Jetzt ist es nicht mehr. Gut. Ich sehe jetzt gerade. Ah, der Gürtel, ganz klein. Dieser Kaktus wäre nicht schlecht. Mag B? Oh nein, Magma. 26. Ja, eindeutig so ein gigantisches Magma. So, aber bitte, überlebe das. Ja, eindeutig. Porenta. Okay, es ist nicht so ein guter Typ, der Ring. Ja, egal. Ich fange das mit dem Flopper in Runde 2. Komm schon, komm schon. Was? Paralysiert. Ah, weil es, ah, ist paralysiert worden durch den Angriff. Weiß ich nicht. Ja, Hyperball, komm. Hyperbälle sind doch genug stark für ein Magpie. Magpa. Ich weiß nicht, wieso ich Magpie. Was ist die Nachentwicklung? Magbrand, glaube ich. Das ist die Weiterentwicklung. Magbrand? Stimmt schon. Oder Magmalisierer. 60 Hyperbälle. Irgendwann ist das Pokémon drin. Oder meine Pokémon tot. Und ja, unsere. Sind unsere. Die kann, es kann nie angreifen. Magma, du bist voll paralysiert. Komm schon. Bitte bleib drin. Yes! Oh, das ist aber auch noch ein großes Nilpferd. Geil! Ja, eben das Nilpferd, aber. Ich hab's ja gefangen. Doch kein zweites. Wo ist es überhaupt hin? Hä? Es ist einfach despawned. Bramblin. Komm, sonst haben wir es ja nicht. Ach komm schon! Sonst haben wir das einfach nicht im Kopf. Standpauke ist ein Angriff, wieso?
Also wenn wir das jetzt nicht fangen, dann werde ich es elend lange nicht fangen, weil ich nicht unbedingt denke, dass ich das Pokémon noch nicht habe. Also fangen wir. Ja. Eindeutig. So, und jetzt trainieren wir wieder ein paar Pokémon einfach. Und das ist Aishon Taubsi, das ist am wichtigsten. Warte kurz, kann ich mit Porenta fliegen? Sieht ja nicht so aus. Also die Laufstange ist groß genug, das ist wie ein Besen. Ach, kann ich nicht. Wieso kann ich das nicht zum Fliegen benutzen? Hm? Leute, das ist nicht logisch genug. Sagt derjenige, der das Unlogische sagt. Okay, nochmals ein Tempel. Ah ja, der andere Tempel, der ist ja in der Nähe vom Haus. Ich möchte ihn einfach nochmals holen. Also machen wir jetzt kurz zwei Tempel, oder? Ja, ja, eindeutig. Und ich tue alles kaputt sprengen. Oh Gott, wir werden alle sterben. Ich glaube, wir sind schon mal gestorben. Ja, ja. Irgendwie. Oh. Was mache ich auch? Ah, diese gibt es nur im Tempel drin? Keine Ahnung. Oh, Kohle. Ja, was macht ihr sonst so noch? Ich muss mal ein bisschen auf Sicherheit machen. Ich bin ein bisschen zu besoffen. So. Oh ja. Ich habe kein Eisen mehr. Bitte. Wahrscheinlich in einem der Big Picks drin. Ja. Ja, tausche ich das mal aus oder so. So, was haben wir denn hier? Verbrennung 1. Okay. Budesand. Ah, Boden, okay. Ich habe einen Boden-Pokémon. Budesand, wo ist Budesand? Da. So. Sonst ist kein Boden-Pokémon. Ah, und das ist Wahrspiegel. Wieso wegen? Da können wir vielleicht die Tor ein bisschen rausfinden vom Gegner. Also, ja, Behutsamkeit, wunderbar. Wunderbar, das machen wir gleich mal auf die Spitzhacke dann, wenn es eine gute gibt. Also wenn ich eine gute gerollt habe, oder? Ja, sonst müsst ihr mir helfen, ihr habt mehr Glück als ich. Sagt derjenige, der irgendwie die Derivation in Last Epoch findet. Und noch andere mega gute Items. Ja, andere Hackenslash. Und Glücksrad in GTA Online direkt Auto bekommt, das mega geil ist, weil man mega driftet und so altmodisches Polizeiauto-Skin hat. Ja, eindeutig. Ich habe kein Glück. So, also dann gehen wir noch zum anderen und das ist Ziegelstadt am Spawn. Ja. Ich möchte mal kurz diesen Trend, das ist ein Angler. Ein bisschen wie ein Angler aus. In der Wüste. Er angelt Wüsten sonst. Nein, das ist ein Trainer. Ja, vielleicht schon ein Angler. Und du bist? Dein Gast ist voller Boer. Nein, vergiss es, ich lasse dich alleine leben. Ja. Das macht wahrscheinlich auf Englisch Sinn. Und du bist ein Pirat. Okay. Und du bist? Leonardo. Ich habe von dem Thema auch mal gewissen gehört. Und ich bin der Meinung, dass es gelb wäre. Es sollte ein gelbes Team geben. Team Pisse. Pisst sich immer in die Hose. Ja. Okay, kurz mal schauen. Ja, ja. Nein. Ich so, ja, ja. Nein, das ist ein Blumen. Nicht Porenta. Wie lange das geht, bis man endlich mal ein Reittier draußen hat. So. Ja, ich wollte ja noch in der anderen Stadt schauen, was das für ein rotes Gebäude ist. Hey, das ist offen hier. Okay, das nehme ich mal mit. Dankeschön. Das auch. Kompost. Ja. Drago hat irgendwie etwas nicht im Kopf.
Trotzdem, in der Schweiz sagt man einfach Kompost. Mann, ist doch langweilig. Wenn ich da runterbaue. Nochmals, oh, Spiegel, okay. Und Harpune! Yay! Können wir gebrauchen. Ja, dann können wir wenigstens ein bisschen schneller unterwegs sein. Ja, da müssen wir aber irgendwie gut uns schützen noch. Das macht ja Schaden, oder? Nein, Harpune. Doch, Harpune ist das, was man werfen kann und dann wird man dorthin teleportiert, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie so richtig benutzt. Also vor allem nicht im Survival-Modus. Kreativmodus. Just for fun. Und weil die Gegner manchmal Harpune haben können, diese Ertrunkenen, einfach mal gesehen, dass er sich immer die durch die... warte kurz mal. Ist das wirklich der Bonus? Ja, man sieht es nicht. Kann ich Tab drücken oder so? Gibt es halt nur auf dem Server mit Mods, die so sind. Okay, also. Ja. Brauchen also nicht so viel Sonnenstand hier. Egal. Also die erstmal. Ja komm, wir sind hier nicht im Verhammel. Egal. Also, dann gehen wir mal zurück. Nein, nicht so. Haus. Können wir noch etwas Spezielles machen? Alte Krone. Oh, jetzt sind wir voll. Was macht das eigentlich hier drin? Nichts mehr. So. Jojo. Da unten. Schön, schön, schön. Alter Heller. Hier. Und alte Krone eigentlich auch. Was haben wir hier? Nein. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Bücher. Also ob die Münze. Nein, das ist auch das gleiche. Ich denke immer, es ist ein anderer Mod. Ah, von meinen Colonies oder ein meinen Colonies Mod damals. Also mit dem Modpack. Hat er doch das. Sonst haben wir nichts hier unten. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Das Gras ist immer noch hier. Hier nicht. Hier eigentlich auch nicht, oder? Ja, Druckplatte. Hier voran. Hier. Blatt, also Blätter. Und Bücher mache ich mal. Ja, das können wir ja unten nehmen. So. Ist eigentlich schon. Ist eigentlich für oben, aber ich möchte eigentlich essen, ja nicht unbedingt betrinken und so. Ja, es ist aber schon hier. Ja, oben, das dritte. Dann haben wir noch ein bisschen. Ich mache das mal im Livestream, gell? Will jetzt nicht so viele Sachen reinlegen. Also machen wir doch mal das hier hin. Dann haben wir die Bücher oben. Diamant. Schon 8 Diamanten. Okay. Haben wir noch für oben etwas? Nein. So. Und dann haben wir noch einen anderen Backpack. Ja. Egal. Gut. Ja. Dann wieder. Ja, Ziegel spawnen. Nein. Das hier. Und jetzt in die Stadt rein. Wo ist die Stadt eigentlich? Waren wir hier in diesem Tempel drin? Nein, oder? Waren wir in 3 Tempel in einem Pfad? Kann das sein? Ja. Geil. Drago ist sehr effektiv. Und Zuschauer auch. Hallo Zuschauer. Willkommen. Schön, dass du noch dabei bist. Aber nicht so lange Zuschauer leider momentan. Sie schauen einfach nicht. Das beste Buch, Fluch des Verschwindens. Aber... Ja, ihr dürft gerne länger schauen, damit ich hier wieder besser geht. Nein, gezwungenermaßen nicht, aber wenn ihr so nett seid, dann dürft ihr das gerne machen. Ihr seid nicht nett zu mir, das weiß ich doch ganz genau. Ihr seid böse Zuschauer. Ja, vielleicht nicht. Vielleicht aber doch, vielleicht aber nicht.
So, und jetzt, wie komme ich wieder hoch ohne? Ja. Manchmal sind wir so ein bisschen nachdenken, welcher Teleport das ist. Ja. Nehmen wir die einfach mit. So. Oh, Girafarig ist auch ein tolles Pokémon. Würde ich auch gerne mal finden. Immer schön das Gras mitnehmen. Weißt du, Gras ist sehr wichtig. Oh, geil. Welches Pokémon ist das? Das hier? Ist doch Radikal. Radfratz oder so. Radikal. Radfratz, oder? Auf jeden Fall ist es nicht hier. Bin ein bisschen verwirrt. Nehmen wir das noch mit. Nehmen wir da noch mit. Ja, natürlich. Ja, jetzt haben wir hier voll. Die ist auch voll, aber wenn wir noch etwas reinstecken will. Also machen wir doch das mit dem Backpack noch, oder? Ja, könnte. Also jetzt schauen wir kurz das Gebäude an mit dem roten Dach. Dann machen wir das Backpack-Upgrade. Oder wir können das eigentlich jetzt schon mal. Ich muss nur das Holz rausholen. Und das Eisen. Das heißt, da habe ich aber das Holz, muss ich haben. So, dann machen wir da mal ein Backpack. Aus dem Backpack das Holz und dafür eine Workbench oder Werkbank. Und dann machen wir doch das mal so. Es geht, aber sind die Items noch drin dann? Ja, auch doppelt so große. Gut, wir haben doppelt so groß. Wir haben einfach mal zwei Backpacks mehr. Eindeutig. Gut, das heißt, wir können wieder Sachen rein tun. Wow. Mann, voll OP. Wie viele Girafarigs gibt es in diesem Dorf? Ja. Eindeutig ja. Und du hast grüne Haare, cool. Ich wollte schon immer mal grüne Haare machen, aber ich will Haare nicht färben. Ich habe so schöne Haare, die nicht weiß werden. Also grau. Und ja, solange ich nicht graue Haare habe überall, mache ich keine Färbung. Also ich färbe die Haare nicht. Also grüne Haare, ja, vielleicht ein bisschen dunkler. Ist schon geil. Ein bisschen Blumen noch mitnehmen, sonst findet man hier recht wenig. Also wenig Sümpfe gibt in diesem, ja, in den neueren Minecraft-Version gibt es einfach zu wenig Sümpfe. So, und diese Schwarz. Ah ja, da können wir nicht abbauen. Das geht kaputt. Das. Und die Kiste. Boah, mega Loot. Sehr aufwendig. Guter Loot. Tja, also, wo ist das? Ist auf der anderen Seite. Also, hier ist eben eine Arena. Das ist wahrscheinlich die Stahl oder die Steinarena. War das ein Stahl-Pokémon oder ein Stahl-Pokémon, was wir so mega stark hatten? Von dem Trainer. Keine Ahnung. Tara-Bären. Gamer-Bären. Cool. Ein Regenschirm. Nein, Sonnenschirm. Das eine Kirche? Okay. Okay, da brauchen wir den Meißel, glaube ich. Ah, genau diese Platten hier. Oh, wir haben fast keine HP mehr. Ja, hellgrau glasierte Keramik. Ist natürlich
Ja. Nice to have. So, wunderbarchen. Also, dann lade ich mal den vorherigen Part hoch und dieser Part kommt dann auch so bald wie möglich. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit weiteren Dingen. Tschüss zusammen.